Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Let's Play zu Heldering. Heute spielen wir die Story vom Welkenspeich weiter. Danach geht es endlich zum Update 32, Waldläufer und Ruinen. Ich moderiere das Video jetzt erstmal nicht weiter. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt es unter das Video. Ansonsten hören wir uns erst am Ende wieder.
Eure Säuberung Felgards hat sich wahrlich ausgezahlt. Lange musstet ihr leiden, habt euch aber nie beklagt. Hinter den Wasserfällen von Amgaruslun in der Spaltkluft liegt Abnankara, der Heimlichort. Einst war er eine von Mozok und den Grauhämmern während ihres Aufstands gegen die Langbärte in der altvorderen Zeit angelegte Schatzkammer. Doch nun gehört sie Rimil Frostherz, einem gefürchteten Eisdrachen Morgoths. In diesem eisigen Versteck deckt sich Rimil ihre Wunden und schläft, um von der Rache an Prinz Durin und den Zwergen der Gavilakar zu träumen. Meine Erinnerung stimmt. Sonst wäre Abnankara Rimil Frostherz anheim gefallen. Ihr übernehmt die Vorhut und ich führe die Gavilakar hinter euch an. Jedoch nehmt euch in Acht vor der Stimme des Drachen. Und damit sind wir am Ende von Update 31 von Gundabad. Wir haben nur den Raid nicht gesehen und der Rest ist erledigt. Wir sehen uns also bei Update 32 wieder in einem neuen Gebiet. Also bis demnächst. Bye bye.